Vielleicht geht dieser Sommer in die Geschichtsbücher ein. Amerika, Europa, Afrika, Asien. Der Klimawandel ist zum Greifen. In Schweden, nur noch mal zur Erinnerung, das ist das Land im hohen Norden, geraten Waldbrände außer Kontrolle. In Deutschland hatten wir den heißesten April und den heißesten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und so ist es weltweit. Von überall werden Rekorde gemeldet und aus dem Iran die ersten Aufstände. Es wird schlimm, es ist der Wahnsinn. Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. 30 Grad und mehr und das seit Wochen. Viele fragen sich schon, ob das vielleicht der neue Jahrhundertsommer wird. Seit mehreren Wochen herrscht Dürre in vielen Regionen Deutschlands und vor allem für den Osten und Norden bedeutet das eine schleichende Wetterkatastrophe. Ist die Dürre 2018 vergleichbar mit dem Jahrhundertsommer 2003, bei dem mehrere 10.000 Menschen starben? Wie ungewöhnlich ist diese Trockenheit für Deutschland und kommen in der Zukunft weitere Wetterkatastrophen auf uns zu? Die aktuelle Wetterkatastrophe spielt sich vor allem von Emden bis zum Erzgebirge ab. Der Westen und Süden, die haben dagegen in der vergangenen Zeit mit krassen Regenfällen ja fast Sturzfluten zu kämpfen gehabt. Vor allem im Osten Deutschlands hat der Wassermangel und die daraus entstehende Dürre katastrophale Folgen. Einige Regionen sind so trocken wie seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie. In Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Boden bis zu 2 Meter tief ausgetrocknet. Auch im Norden gibt es eine schwere Dürre bis tief in den Boden hinein. In Niedersachsen kamen die Wasserwerke nicht mehr hinterher, um den Wasserbedarf aus eigener Kraft zu stemmen. Doch bei allem Grund zur Sorge steht auch fest, die Versorgung mit Trinkwasser in Deutschland ist wirklich nur in Ausnahmefällen gefährdet. In anderen Regionen der Welt ist das anders. Im Iran sind 97% des Landes von anhaltender Trockenheit betroffen. In mehreren Städten dort gibt es einfach kein Trinkwasser mehr. Die Bevölkerung protestierte dagegen, es sollen bei Auseinandersetzungen mit der Polizei Demonstranten erschossen worden sein. Angeblich ist ein Rohrbruch schuld, doch der Iran leidet unter einem Fehler im System, hervorgerufen durch den Klimawandel. Die Temperaturen stiegen hier bereits doppelt so stark als im Durchschnitt auf der Erde um bis zu 2 Grad. Der Wasserverbrauch ist dabei immens. Die Vereinten Nationen empfehlen 20% der Wassermenge zu verbrauchen, die durch Regen wieder aufgefüllt wird. Im Iran sind es 110%. Dem Land geht einfach das Wasser aus. Es wird wohl nicht mehr vermeidbar sein, dass 12 von 31 Provinzen in naher Zukunft unbewohnbar werden. Die Folgen: Durst, Hunger, Revolten und damit die Instabilität der ganzen Region, Flucht nach Europa. Doch selbst hier in Europa wird es unangenehm. Gerade ist der Pegel der Elbe in Dresden auf 55 cm gefallen und auch andere Flüsse in betroffenen Gebieten führen deutlich weniger Wasser als sonst. Die Folgen bei uns: Der Warenverkehr über die Flüsse ist gar nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich, beispielsweise zwischen Dresden und Magdeburg. Das alles wird jetzt auf die Straßen bzw. Schienen verlagert, was deutlich mehr kostet und oft auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Eine andere Folge der Hitze hier: Pflanzen sterben ab und Brände haben bereits mehrere hundert Hektar Wald verwüstet, was aber nichts gegen die Waldbrandkatastrophe in Schweden ist. Insgesamt gibt es dort 50 Waldbrände. Das ist so ein seltenes Ereignis, also überhaupt ein Waldbrand in Schweden, dass Schweden gar keine Löschflugzeuge besitzt. Und die absolute Katastrophe: 15 dieser Waldbrände können nicht mehr gelöscht werden. Sie sind vollkommen außer Kontrolle geraten. Und wenn man sich die Wettervorhersagen ansieht, werden sie noch Wochen brennen. Regen wird es so bald nicht geben. In Deutschland bringt das die Landwirte in Bedrängnis. Das wichtigste Getreide in Deutschland ist der Weizen. Und in vielen Regionen müssen die Bauern die Felder viel früher ernten. Und das, obwohl die Körner noch lange nicht so weit sind. Manche Bauern ernten bis zu 40% weniger Getreide als normal. Und auch die Rapsernte fällt wohl deutlich kleiner aus als sonst. Einige Landwirte müssten so um ihre Existenz fürchten, so der Bauernverband. Er fordert, dass in betroffenen Gebieten der Notstand ausgerufen wird. Schon jetzt werden Vergleiche mit 2003 laut: ein extrem trockenes Jahr mit einer gewaltigen Hitzewelle. August 2003 gab es in Europa Temperaturen bis zu rund 47 Grad. Man muss sich das mal so biologisch vor Augen führen, das ist 10 Grad mehr als unsere Körpertemperatur, also wirklich gefährlich. Eine der größten Naturkatastrophen, die der Kontinent je gesehen hat. Flüsse waren ausgetrocknet, Wälder abgebrannt und zehntausende Menschen starben. Es traf vor allem ältere Leute, denn Klimaanlagen versagten und die Krankenhäuser waren überfüllt mit Hitzeopfern. Aber auch 2018 hat es in sich, schon seit dem Frühling hält in den entsprechenden Gebieten das Muster an. Sonniges Wetter mit trockener Luft und diese
Hochdruckgebiete werden kaum durch Regen unterbrochen. Stabile Wetterlagen hervorgerufen durch langsamer werdende Jetstreams um die Arktis, die für immer weniger Luftbewegung sorgen. Eine Folge des Klimawandels. Doch wie ungewöhnlich ist solch eine Trockenheit in Deutschland wirklich? Anfällig für Wassermangel. So hatte die UN Deutschland 2015 in ihrem Wasserbericht eingestuft. Doch es gibt Möglichkeiten, das zu überbrücken. Die Versorgungsinfrastruktur in unserem Land ist im Gegensatz zu anderen Ländern und Kontinenten gut und betroffene Regionen können einfach über Fernleitungen mit Wasser versorgt werden. Der Großraum Stuttgart ist beispielsweise abgesichert durch das Anzapfen des Bodensees. Gleich mehrere Talsperren und Trinkwasserspeicher versorgen das Ruhrgebiet. Doch in Zukunft werden Probleme mit Trockenheit und Dürre nicht kleiner werden. Im Gegenteil, der Niederschlagszyklus in Mitteleuropa verschiebt sich schon seit Jahren hin immer mehr ins Extreme. Im Winter haben die Regenmengen demnach rund um 10% zugenommen. Deutlich trockener dagegen präsentieren sich die Sommermonate. Regionale Klimamodelle bestätigen das und prognostizieren für Deutschland eine höhere Wahrscheinlichkeit für längere Trockenphasen. Ja, wie geht es also vor allem in diesem Jahr hier in Deutschland und auch weltweit weiter? Wir bleiben dran. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, also Klickzoom. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klickzoom Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Klimawandel bestätigt, Skeptiker endgültig widerlegt. Bis dann, bleibt dran.